Knopf, Hagi, Wagi und Knopf, Jeffy. Ihr seid die besten Kämpfer der Knopfwelt. Und deshalb haben wir euch für unsere Mission ausgewählt. Liebe Freunde, es ist 3 Uhr nachts. Also es ist Zeit, in die Welt der Menschen zu gehen. Die Tür ist offen. Eure Aufgabe wird darin bestehen. Ich sage den Plan weiter. Ja, sag schon. Knopf, Jeff und Hagi Wagi, ihr geht in die Welt der Menschen, um William, Bruno und Alina zu stoppen. Und sie in unsere Knopfwelt zu bringen, damit wir ihnen Knöpfe annehmen können. Direkt vor euren Augen. Habt ihr alles verstanden? Ja, alles klar, ja. Ja, Jeff wird nicht enttäuschen. Super, dann lade ich euch in unser Portal in die Welt der Menschen ein. Also, das Portal ist geöffnet. Kommt rein. Leute, beeilt euch. Wir haben nicht viel Zeit. Aber kehrt ohne die Menschen nicht zurück. Ich hoffe, sie bringen uns unsere kleinen Menschen. Ich zweifle daran. Ich wette, sie bringen sie uns. Sie sind sehr doof. Rechter Fuß, gelb. Warte! Hallo Leute, ich bin Alina und das ist Bruno und wir veranstalten eine Weltmeisterschaft in Twister. Ja, sozusagen wir bereiten uns gerade darauf vor und es läuft gerade nicht so gut wie es ist. Könnt ihr mal bitte drehen, Leute? Linker Fuß, gelb. Das für dich. Ja, geschafft. Eigentlich ist das ganz cool, aber ich werde nie wieder Twister spielen. War die Tür schon immer hier? Oh. Jeff? Oh, Hagi Wagi? Die haben Knopfaugen. Was wollt ihr denn? Hallo. Ihr müsst mit uns in die Knopfwelt kommen. Ja. Komm, wir haben eine Aufgabe. Ja, cool, dass ihr eine Aufgabe habt. Aber was haben wir denn damit zu tun? Wir gehen nirgendwo hin. Nirgendwo hin? Oh, dann zwingen wir euch mit Gewalt mitzukommen. Ja, wir nehmen euch an den Beinen und ziehen euch... Nein! Moment mal, lasst uns das irgendwie anders klären, Jungs. Ey, kommt! Stopp! Was? Wie, Alter? Wir haben einen Vorschlag. Wir haben hier ein Twister-Turnier. Wir schlagen vor, dass ihr gegen uns antretet. Und wenn ihr gewinnt, gehen wir mit euch. Und wenn ihr verliert, dann gehen wir nicht mit, okay? Ja, lass uns spielen, Twister. Ich liebe Twister. Ja, Jeff ist Twister-Champion. Oh, sehr flexibler Jeff. Cool, Jeff. Dann lass uns loslegen. Das denn? Ich will's nicht. Ich werde gleich verlieren. Ja? Hast du etwa verloren? Die spielen jetzt schon die 5. Runde. Ja, Erin, wie sollen wir überhaupt gegen sie in Twister kippen, wenn sie zu zweit spielen? Wir müssen sie nicht besiegen. Wir halten sie einfach auf. Solange Jeff nach Lila sucht, haben wir Zeit zu verschwinden. Also, lasst uns schnell gehen. Okay. Lass mein Bein los. Ich kann nicht aufstehen. Du hast mich losgelassen. Du bist schuld an allem. Du kannst nicht spielen, dummer Jeff. Hör auf, dich zu beschweren. Ja. Hier rein. Aline, wir sind in krassen Schwierigkeiten, wenn Hagi Wagi und Jeff der Killer hierher gekommen sind, um uns in ihre Knopfwelt zu bringen, ist das safe keine gute Sache. Wenn wir dorthin kommen, dann werden sie uns safe Knöpfe an die Augen nehmen. Und das will ich auf gar keinen Fall. Das will ich auch nicht. Und deshalb müssen wir sie in ihre Welt, in ihre Knopfwelt vertreiben, damit sie uns nicht mitnehmen. Wir müssen uns an der Tür nähern, durch die sie gekommen sind. Dieses Portal öffnen, sie dort hineinstecken und mit einem riesigen Schloss verschließen. Ich stimme dir zu. Aber wie sollen wir uns denn
sollten dieser Tür nähern, denn dort sind doch Monster und die suchen nach uns. Ich denke, unsere Videodreh-Erfahrung dabei helfen wird. Und wir werden uns mit Hilfe von Tarnungskostüm so verstecken, dass uns gar kein Monster finden kann. Und dann können wir uns an die Tür nähern, um sie zu öffnen. Du bist genial! Du bist wirklich cool. Leute, das ist wirklich ein cooler Plan. Jetzt überlegen wir uns nur noch die Tarnung. Okay, ich glaube, ich weiß, was wir jetzt machen können. Hier gibt es Farben. Komm her, ich zeige es dir. Hier ist rot und braun. Ich werde mich komplett wie eine Ziegelwand bemalen. Und dann kann ich mich neben den Ziegelwänden verstecken, von denen wir viele in diesem großen Raum haben. Das ist eine tolle Idee. Und ich habe auch eine Idee. Leute, mein Plan besteht darin, dass ich mir diesen Tablet-PC um den Bauch hänge, unseren Clip einschalte. Dann werden Huggy Wuggy und Jeff, die nicht besonders clever sind, einfach auf unser Clip starren und mich nicht finden. Du wirst wie ein Fernseher sein. Ja, ein gehender Fernseher, ein Bauch-TV. Glaubst du, sie werden nicht bemerkt, dass das Tablet auf dir direkt auf dir ist? Glaubst du, der Hypnose-Effekt von Videos funktioniert nicht? Ich bezweifle, dass jemand durch das Ansehen unserer Videos hypnotisiert wird. Unsere Videos werden nur angeschaut, wenn sie den Zuschauern gefallen. Dann werde ich einfach einen Tarnanzug anziehen, der komplett schwarz ist. Und dank diesem Anzug wird mich niemand bemerken. Und du wirst wie ein Fernseher sein. Ja, ich werde ein gehender Fernseher sein. Dann fangen wir an, unsere Tarnung vorzubereiten. Lass mich los, du dummer Jeff. Lass mich los, du dummer Seher. Aline, da sind sie. Sie spielen immer noch Twister. Hey, geh in Position, sonst bemerken sie uns. Hörst du? Da ist ein Geräusch. Lass uns abschauen. Ich glaube, sie haben schon etwas bemerkt. Leute, es sieht so aus, als käme Huggy Wuggy zu mir. Ich werde etwas so tun, als wäre ich ein echter Fernseher und er wird mich nichts finden. Und ich habe hier einen Bildschirm. Er würde ihn anziehen. Leute, ich mache jetzt lauter, damit er sicher unser Clip sieht. Wenn er mit dieser Karte einen Menschen berührt, dann bleibt der Mensch hypnotisiert. Oh, ich habe hier was gehört. Scheint, als wäre jemand. Oh, ein Fernseher. Oh, interessant. Oh. Also, ich werde ihn mir testen. Ich gehe mal auf mich hier, okay? Oh, ich mag dich auch gern, YouTube. Ja, ja, ja. Oh. Wie lange denn noch? Ich bin schon wieder da. Leute, es sieht so aus, als wäre das für eine Weile. Ja. Jeff, komm her. Das ist ein interessanter Clip. Lass mich. Ich glaube, ich habe hier etwas gehört. Aber ich verstehe nicht, wo ist das? Anscheinend bewegt Jeff mich nicht und das versteckt uns jetzt wirklich. Seht ihr mich oder nicht? Wenn ja, dann lasst bitte einen Like da, damit ich weiß, dass ihr sehr aufmerksam seid. Mann, was für ein guter Clip. Ich bin zwar ein Monster, aber ich abonniere immer den Kanal. Und deshalb bin ich so beliebt. Wenn ihr auch beliebt sein wollt, abonniert immer den Kanal und drückt auf Abonnieren. Abonnieren, habe ich gesagt. Hier ist sicher jemand. Leute, ich muss näher an die Tür dran und dort ist noch eine Ziegelwand. Und wenn Jeff jetzt wegschaut, dann renne ich dort sofort hin, um näher am Portal dran zu sein. Wo sind denn Benjamin ohne Alina? Das ist anscheinend meine Chance. Oh Mann, ich glaube, Jeff hat mich bemerkt. Ich sehe niemanden. Aber ich rieche etwas. Hey Leute, ich hatte einfach einen Knoblauchburger. Und Jeff hat wohl den Geruch aufgeschnappt. Was ist los? Was passiert? Jeff, komm her schnell. Hey. Was hat er schon wieder? Knapp vorbei. Ich bin schon fast an der Tür. Was ist los, Huggy Wuggy? Jeff, hilf mir! Das Ladegerät zu finden! Ich kann es selbst nicht finden! Hilf mir bitte! Oh nein, wie dumm du bist! Komm, geh mal suchen! Okay, Leute, ich dachte, ich wäre erledigt, aber mein Versteck hat funktioniert! Bruno!
Wo bist du, Bruno? Bruno, wo bist du? Aline, ich bin hier. Oh Mann, man sieht dich ja wirklich nicht. Nur die Haare. Ein Mann, an die Haare habe ich nicht gedacht. Na gut, dass Chef die braune Farbe nicht bemerkt. Hör zu, sehen sie jetzt wirklich weg? Ja, sieht so aus. Wir haben nur ein paar Sekunden, also lass uns rennen. Bruno! Ja? Da ist ein riesiges Schloss. Ey Mann, das habe ich davor nicht bemerkt. Hast du den Schlüssel? Woher soll ich den Schlüssel zum Ball in die Knopfwelt haben? Du hast immer alles dabei, ich weiß ja nicht. Gerade ist es unpassend, weißt du? Aline, ich glaube, ich weiß, wo der Schlüssel ist. Anscheinend haben sie den Schlüssel verloren, als sie Twister gespielt haben. Sie haben ihn fallen lassen. Lass uns den Schlüssel jetzt nehmen und dieses riesige Schloss öffnen. Klar doch! Ihr nehmt ein Ladegerät. Oh, danke, Jeff. Ein leiser Teletubby. Ich bin kein Teletubby. Ich bin kein Teletubby. Versteck dich. Und was machen wir jetzt? Haki Waki wird gleich bemerken, dass ich nicht dort bin und versteht, dass ich Alina war. Oder Haki Waki denkt einfach, dass der Fernseher traurig ist und weggegangen ist, angesichts seines Intelligenzlevels. Wo ist der Fernseher? Ich weiß nicht, wo der Fernseher ist. Lass mich in Ruhe, ich bin beschäftigt. Oh, jetzt habe ich ein Ladegerät, aber keinen Fernseher. Wo ist er hingelaufen? Wie auch immer, sie werden jetzt aktiver nach uns suchen, also brauchen wir neue Verstecke, Mann. Und das bedeutet, dass wir uns was Neues ausdenken müssen. Also los, weg hier, wenigstens ins Lagerhaus, mach schon. Okay, ich gehe nach einem neuen Versteck suchen. Leute, ich habe bemerkt, dass der Schlüssel auf... Jetzt sei leise, die werden uns bemerken, dass der Schlüssel auf dem Twister liegt. Und der klügste Gedanke ist, ein Twister zu sein und den Schlüssel vorsichtig zu schnappen. Es gibt ein Problem. Du bist ein... Du bist ein Mensch und kein Twister, oder? Das ist das Problem. Das ist kein Problem, weil der Twister da ist. Es ist ganz einfach, Bruno, wenn du das nicht verstanden hast. Ich werde mich hinter diesem Twister verstecken und den Schlüssel vorsichtig schnappen. Okay, und dann lenke ich sie ab. Hör zu, ich kann mich doch als Knopf Bruno ausgeben, Mann. Und jetzt müsst ihr schnell die Knöpfe finden. Das ist genial. Hier sind noch Knöpfe. Aline, schau mal, sehe ich wie Knopf Bruno aus oder nicht? Hey, Heidi Waggy, komm schnell zurück in die Knopfwelt, verstanden? Sonst als... Dann könnt ihr nicht mehr Fernsehen, verstanden? Hey Bruno, so siehst du wirklich aus wie dein Doppelgänger. Ah, super. Hauptsache die Knöpfe fallen nicht im denkbar-schlechtesten Moment ab. Und ich werde die Monster ablenken, während du den Schlüssel von der Tür holst. Verstanden, Chef. Ich hoffe, William Bruno ist ein cooler Schauspieler und alles läuft nach Plan. Ich werde sie als Erste finden, sag ja, dir. Der dumme Chef versteht überhaupt nicht. Du kannst nicht mal suchen. Du kannst mit deinen großen Pfoten auch nichts. Du wirst nichts erreichen. Ich werde sie als Erste finden. Geh weg, ich sag's dir. Hey, Knopf Jeff und Knopf Haki Waki. Kommt her sofort, schneller. Knopf Bruno. Wie bist du hier gelandet? Egal, Mann. Ich wollte nur sehen, wie ihr mit eurer Aufgabe hier zurechtkommt. Warum? Wie läuft es hier? Du hättest überhaupt nicht kommen müssen. Wir sind fertig. Wir müssen nur noch fangen. Ja, Haki Waki hat recht. Ey, warum drängelst du? Oh, ihr seid ja lustig. Ihr seid echt coole Typen. Habt ihr eine gute Zeit, was? Alina, lass uns schneller machen. Bruno, ich hab den Schlüssel. Wir müssen nur noch auf den richtigen Moment warten und von hier wegkommen. Knopf Bruno, schau mal, welches coole Spiel wir haben. Es ist Twister. Lass uns spielen gehen. Ja, cool, aber... Ich habe keine Zeit mehr. Später spielen wir zusammen. Ihr solltet nur Alina und Bruno finden. Wie versprochen, Mann. Hey, komm schon, Bruno. Drück dich nicht an. Lass uns spielen. Los, komm. Komm, mein Freund. Ich bin Knopf Bruno. Eigentlich, Mann. Jeff, hilf, komm schon. Du bist der Moderator. Okay. Lass uns spielen. Ja, okay. Wir spielen einmal. Und dann gehe ich zurück in die Knopfwelt. Verstanden? Na los, Knopf Bruno. Ich spiele mit dir. Also, Knopf Bruno, rechter Fuß auf Gelb. Okay, ja. Ich hoffe, er wird nicht auf mir spielen. Ist das
mein Fuß. Okay, Hauptsache nicht aufgeben. Entschuldigung, Alina. Oh. Wohin weiter, Jeff? So muss das sein. Rechte Hand auf Blau. Okay. Bruno, greif vorsichtig. Ah, nein, Jungs, was sagt ihr? Hab ich gewonnen, oder? Kann ich nicht nach Hause, oder? Oh, Boss, du könntest jederzeit gehen. Oh, stimmt, ja. Ich bin doch der Boss. Dann gehe ich jetzt direkt. Und ich nehme Twister mit verstanden, weil das ein echt interessantes Spiel ist. Na gut. Ah, wie froh ich bin, dass wir dieses dumme Spiel nicht spielen müssen. Also das war's, Jungs. Und ich nehme das Spiel mit und gehe zurück in unsere Knopfwelt. Okay, ciao, Leute. Hey, Jeff, hat er nicht das Twister-Spiel mitgenommen? Was ist das? Warte mal. Ein Knopf. Ich glaube, als wären wir getäuscht worden. Das war Bruno. Verdammt, war der Boss nicht echt? Schneller, hinterher. Leute, ich habe ein neues Versteck ausgetüftelt. Ich werde so tun, als wäre ich eine Blume. Ich bin auch schon bereit. Tada! Ich brauche einen Topf, in den ich schlüpfen kann. Und ich werde mich mit diesem Glitzerzeug einwickeln. Na, von wegen Blätter. Und dann gehe ich einfach zu ihnen zur Tür. Aber ich muss jetzt irgendwie Huggy Wuggy und Jeff fangen. Aber wie? Wo ist Bruno? Bruno, wo bist du? Ich bin hier, Alina. Nicht drängeln. Ich werde hier im Schrank sein. Mit ihm kann ich mich bewegen. Und wenn ich zu Jeff komme, dann fange ich ihn mit dieser Schachtel. Und ich werde diesen Huggy Wuggy mit meinem Glitzerzeug fangen. Er ist so ungeschickt und er wird nicht laufen können. Superman, und so werden wir diese Schurken besiegen. Ich habe den Schlüssel, also müssen wir nur noch die Tür öffnen und sie zurück in ihre Welt schicken. Auf geht's. Bruno, du bist viel zu schnell. Naja, und jetzt sind wir hier. Und lass uns langsam zur Tür gehen. Hauptsache, dass Huggy Wuggy und Jeff uns nicht entdecken, Mann. Ich kann mich nicht anders bewegen. Ich bin immer sehr langsam. Ja, aber du raschest die ganze Zeit. Wo zum Teufel sind die denn? Wie müde ich bin, sie zu suchen den ganzen Tag lang das machen. Mann, ich bin auch total müde. Ich habe schon alle Kommentare unter dem Video gelistet. Es gibt so wenige. Welche Kommentare? Die Leute können doch nicht einmal Likes geben und schon gar nicht vernünftige Kommentare schreiben. Ja, du hast recht, Mann. Ich glaube, Jeff irrt sich total über unser Publikum, weil sie immer viele Likes da lassen. Und viele Kommentare. Und um das zu beweisen, gibt einen Like und einen Kommentar ab. Wenigstens einen. Von jedem. Nicht von einem, sondern von jedem. Und dann zeigen wir diesen Monstern, dass ihr cool seid und ihr das machen könnt. Schreiben und liken, das könnt ihr sehen. Alina, lass uns aufteilen. Ich fange Jeff und du fängst Huggy Wuggy. Wie geplant. Du hauptsächlich fange bitte Jeff und Huggy Wuggy. Ich kümmere mich um ihn. Das hab ich doch schon gesagt. Mann, diese Mädchen hören mir nie zu, Mann. Okay, ich geh. Oh, wo sind die denn? Ich hab überall nachgesehen. Hier, dort, überall. Sogar in dieser blöden Kiste. Ist auch niemand da in dieser Kiste. Es gibt keinen Ort mehr, wo er sich verstecken könnte. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn Jeff gefangen. Hilf mir, ey. Wo soll ich suchen? Ich habe schon überall gesucht. Es bleibt nur noch ein Ort, vielleicht an einem Tisch. Ey, was hier? Was, ey? Was? Das ist eine gute Chance. Hopp. Superlin, dank unseren Tarnung haben wir heute diese Knopfmonster gefangen. Ja, ich habe Huggy Wuggy gefangen und du hast Knopfchef gefangen. Es ist Zeit, sie nach Hause zu schicken. Alina, komm, mach die Tür zur Knopfwelt auf und lass uns diese Schurken nach Hause schicken. Dann halte bitte Huggy Wuggy. Ich halte sie, Alina. Komm schon, sonst ich halte nicht mehr lang aus. Sie ist offen. Die Tür ist offen! Ja, Huggy Wuggy. Und ich schicke Jeff in die Knopfwelt rein. Jeff, geh weg! Nein! Rein und.
Schließ es ab, schnell! Superman, gib mir 5! Wir haben die Knopfmonster in ihrer Knopfwelt eingesperrt. Und jetzt werden sie hoffentlich nicht mehr zurückkommen. Hoffe ich zumindest, Mann. Ich auch, Bruno. Wir haben es geschafft, Leute. Und alles nur dank euch. Aber ich bin sehr besorgt darüber, dass unsere Knopfklone die Monster auf uns gehetzt haben. Das bedeutet, dass sie eine große Jagd auf uns eröffnet haben. Und sie werden noch safe zurückkommen. Nur wann, ist doch unklar. Aber wenn sie zurückkommen, dann werden wir ihnen eine angemessene Antwort geben. Ja, Bruno! Ja! Knapp, Jeff und Hagiwagi. Wie könntet ihr euch nur so blamieren? Ihr wurdet von einfachen Menschen gefangen. Die Mission ist gescheitert. Wie konnte das passieren? Ich kann einfach nicht glauben, dass wir euch auf diese wichtige Mission geschickt haben. Naja, beim nächsten Mal fangen wir sie. Genau, wir werden sie schnappen. Das nächste Mal werden wir mit Knopf Alina persönlich hinter diesen Leuten her sein und sie sicher fangen. So oder so, wir werden es viel cooler machen. Als dieser Knopf Hagi, Wagi und Jeff. Aber weißt du was? Ich habe gehört, dass diese Leute ein echt cooles Video gedreht haben. Welches? Wo? Hier, du kannst es dir direkt hier anschauen. Wenn du auf dieses Symbol draufklickst, dann kannst du es dir anschauen. Leute, das ist wirklich ein cooles Video und ich sehe es gerade vor meinen Augen und sogar mir, Knopf Alina, gefällt es. Also klickt drauf, Leute.